Dann würde ich sagen, legen wir los heute Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich, dass Sie zum ersten oder zum zweiten Mal bei uns an diesem Crowdsourcing-Treffen teilnehmen. Wir haben heute spezielle Gäste. Ich werde Ihnen jetzt einen Rückblick und einen Ausblick fürs nächste Jahr geben. Und Jens Ingensand, unser Gast aus Yverdon, wird Ihnen eine neue Plattform vorstellen. Zuerst halt ein riesengroßes Dankeschön Ihnen allen. Ich habe so aufgelistet, was im letzten Jahr geschehen ist. Es ist unglaublich. Seit unserem letzten Treffen ist unsere Statistik förmlich explodiert. Wir bekommen 2000 E-Mails pro Monat. Wir haben im Moment 882 Personen, die je einmal eine Mail oder mehrere Mails, kommen Sie noch rein, macht nicht, geschrieben haben. Wir sind immer noch auf dem Stand von 10% Frauen, das ist sehr stabil. Wir haben letztes Jahr die E-Mails, die eingegangen sind, mehr als verdoppelt auf 25.000. Unterdessen sind über 32.000 Bilder kommentiert, verbessert oder überhaupt ein Titel gefunden worden, weil es sind ja einige Bilder drin, die überhaupt keinen Titel haben. Wir vom Bildarchiv haben ja, das beschert uns dann auch ein bisschen Arbeit, wir haben fast 1000 Stunden gebraucht, aber Sie sehen im Vergleich zum Vorjahr, mit diesem riesigen Zuwachs an E-Mails ist das ein Pappenstiel. Und das ist zu erklären, weil es unterschiedliche E-Mails gibt. Einige, die gehen ganz flott und ganz schnell, wenn man nur einen Ort verbessert, weil zum Beispiel ein Bild noch gar keinen Ort hat, kein Schlagwort, die Verortung. Wir haben aber auch viele Luftbilder mit Windrichtungen ergänzt, was sehr sinnvoll ist, wenn man so 100 Bilder von einem Ort hat. Wenn man dann sagen kann, das ist der Blick nach Westen oder der Blick nach Osten, kann man da schon ein bisschen differenzieren. Da haben wir viele Kometreportagen, viele kleinere Mittelholzerflüge sind fertig gemacht worden. Wir haben einen Riesensammel Lokomotiven, 3.500 Bilder, glaube ich. Da sind wir dran, das ist streng, aber es ist spannend. Ich mag die sehr. Und dann haben wir noch Swissair-Bilder, wo man Flieger sieht, die über die Alpen fliegen, wo man dann noch die Berge bestimmt, weil es nur über die Alpen heißt. Ein kleiner Rückblick, was denn konkret sonst noch geschah von unserer Seite. Wir haben viel in das sogenannte Community Management reingesteckt, also mit Ihnen kommunizieren, Ihnen Videos, über eine Videoserie haben wir gemacht, wo wir zeigen, was Sie machen, was wir machen. Wir haben die Online-Umfrage ja mit Ihnen gemacht, die ich letztes Mal angekündigt habe, die ich Gott sei Dank jetzt endlich einen Bericht geschrieben habe. Den haben Sie fleißig schon mitgenommen. Wir haben ein Video-Tutorial. Was haben wir noch? Ganz interessant war natürlich vorletztes Jahr habe ich Sie ja gebeten, die E-Mails in einer ganz bestimmten Form zu schreiben, damit wir ein bisschen weniger Handarbeit haben. Und abends um 9 kam das erste Mail rein und siehe da, es war schon in der richtigen Form. Also wahnsinnig. Wir staunen immer wieder über Ihr Engagement und dass Sie so lernfähig auch sind, das gefällt uns natürlich sehr. Genau, die Statistik kennen die meisten, das gehen auch viele anschauen auf unserem Blog. Der wird einmal im Monat, also am ersten Arbeitstag wird das ergänzt. Da gibt es eine Top-10-Liste, die ewige und die aktuelle. Und dann habe ich ganz viele Vorträge gehalten, weil ich habe es Ihnen ja gesagt, das wollen jetzt alle wissen, wie macht ihr das und was ist das Crowdsourcing und was geschieht da und wie habt ihr überhaupt diese große Crowd und so weiter. Das mache ich sehr gerne, es ist sehr spannend. Heute geht es eben los. Es ist eigentlich schon losgegangen, zu unserer allgemeinen Verwunderung und zu unserer großen Freude. Das werden wir gleich zeigen. Ich werde Ihnen so ein bisschen ausführen, was dahinter steckt, jetzt aus der Sicht vom Bildarchiv. Wir werden nachher die Sicht des Entwicklers, so mehr technisch wahrscheinlich, und ich erzähle es in einfachen Worten. Wir haben die Luftbilder von Walter Mittelholzer auf eine neue Plattform gestellt, wo man georeferenzieren kann. Bis jetzt haben wir ja nur Text geschrieben. Sie schreiben uns Text und wir verbessern die Bilder, die Titel und Beschreibung, that's it.
Aber wir sind ja technisch schon ein bisschen fortgeschritten mit Georeferenzierung. Und 5%, das war gestern, heute ist schon auf, nein, 3 war gestern, heute ist schon auf 5. Also 5% wurde schon gemacht. Genau. Wir machen, ab heute haben wir wie 2 Plattformen. EPIX, das, was Sie schon kennen, Business as usual. Schreiben Sie uns die Kommentare, weil bei gewissen Bildern lohnt es sich einfach, Kommentare zu schreiben. Diese 12.000 Bilder vom Mittelholzer, die Luftbilder, die sind jetzt zusätzlich auf diesem Snapshot, auf dieser neuen Plattform. Und da können Sie georeferenzieren gehen. Das sehen Sie jetzt dann gleich alles. Georeferenzieren heißt, Sie haben das Luftbild links und rechts, den virtuellen Globus, und da können Sie die Bilder dann reinfliegen. Das macht total viel Spaß. Suchtfaktor ist ziemlich groß. Wir haben heute nichts anderes gemacht, als das zu testen, damit wir Sie heute auch dann Ihnen helfen können. Genau, da fliegt man die Bilder quasi in den Globus rein. Dadurch kann man das, was auf dem Bild zu sehen ist, das können wir dann die ganzen Geokoordinaten und Informationen dann via Metadaten rausziehen. Also wenn man auf einem Bild die Biers sieht. Das beschreiben wir ja nicht, weil wenn wir auf einem Luftbild jeden Flurnamen oder jedes Quartier oder jeden Fluss beschreiben würden, wären wir ja morgen noch dran oder übermorgen oder überübermorgen. Das können wir eigentlich nicht leisten, das macht keinen Sinn. Das wird jetzt aber mit den Geokoordinaten, wird das quasi, wenn das Bild referenziert ist, man weiß, welchen Ausschnitt er im Globus einnimmt, kommen diese Daten alle automatisch. Was wir bestellen oder was wir wollen, wie tief wir gehen, kriegen wir das. Also ganz viel Schreibarbeit können wir uns da ersparen. Genau, die genauen geografischen Metadaten, die werden wir dann nach EPIX importieren, also unsere Bilddatenbank, da wo Sie ja immer arbeiten. Was wir noch nicht haben, aber das kommt dann schon noch, unsere Plattform EPIX, da können wir das noch nicht präsentieren. Also da haben wir keinen geografischen Layer, wo dann die Bilder angezeigt werden. Aber das ist nicht so dramatisch, das kommt bestimmt. Was wir auf Snapshot auch noch haben werden, haben wir jetzt aber mal noch abgestellt gelassen, damit Sie in Ruhe sich aufs Fliegen konzentrieren können. Da kann man dann auch Titel und Beschreibungen korrigieren. Oder man kann im Bild was markieren und sagen, ah, das ist jetzt aber lustig, habt ihr diese Maschine DC-3 da im Hintergrund schon gesehen? Das kann man da machen, aber auch in EPIX. Wir starten mit 2 sogenannten Kampagnen. Da machen wir immer so Töpfe, dass es ein bisschen klar ist, wo wir dran sind, weil wir könnten jetzt auf einen Schlag 200.000 Bilder online stellen auf Snapshot. Genau. Deshalb machen wir es thematisch, und Mittelholzer kennen Sie ja alle, haben alle sicher schon mal darauf gearbeitet, jetzt machen wir es mit dem. Dann haben wir noch werden wir ziemlich schnell auch bringen, eine kleine Sammlung, 600 Bilder von Überschwemmungen. Ich habe Ihnen hier aufgeschrieben, was ist eigentlich das Ziel, was machen wir eigentlich damit. Diese Bilder, wenn sie metadatiert, georeferenziert sind, kann man die natürlich in andere Applikationen integrieren, die Geokoordinaten erfordern. Und da gibt es zum Beispiel den Luftbildindex der Swiss Topo. Das ist eigentlich so ein Gefäß, eine Plattform, wo mittelfristig mal alle Luftbilder drin sein sollten. Und da müssten wir natürlich auch rein, weil wir ja genauso viele Luftbilder haben wie die Swiss Topo. Aber die können wir erst da reingeben, wenn sie georeferenziert sind. Wenn nur der Name steht Zürich, müssen wir gar nicht anklopfen. Dann dieses Hochwasser, diese zweite Sammlung, das ist sehr spannend. Da gibt es von der Mobiliar ein Lab für Naturrisiken. Das startet im 1. Mai. Das ist eine Co-Produktion mit der Uni Bern. Und die haben uns angefragt, ihr habt doch Überschwemmungsbilder. Und die wollen so eine Schweizkarte machen mit, wo hat es wann Überschwemmungen gegeben. Und um das da reinzuspeisen, brauchen wir Geokoordinaten. Das wäre quasi der zweite Bestand. Und wir haben heute schon überlegt, wenn das so weitergeht, müssen wir demnächst schon einen nächsten Bestand Luftbilder wird es auch wieder geben. Genau, im Weiteren, heute Abend kommt gleich, ich habe noch 2 Folien, dann kommt Jens und zeigt Ihnen das en Detail. Er ist Professor an der HEIG in
Yverdon, also an der Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud. Danach gibt es ein Apéro, hier draußen, ganz einfach. Und diejenigen, die es dann juckt und die dann das gerade ausprobieren wollen, die können da ums Eck Snapshot direkt ausprobieren. Und ganz zu hinten hocken meine Leute aus dem Bildarchiv. Sie müssen einfach denen folgen, alle, die so eine rote Marke haben und nicht ein weißes, die gehören zum Bildarchiv. Und die führen sie dann zum PC-Raum. Da haben wir 32 Stationen und da können Sie ausprobieren, wenn Sie wollen. Sie können auch hin und her, Apéro ausprobieren, wie auch immer. Ich denke, wir werden so bis halb acht werden wir alle hier sein und dann wird sich dann langsam auflösen. So. Wie letztes Mal haben wir auch dieses Mal Bücher zum Verschenken, als kleines Mini-Dankeschön an Ihre wahnsinnige Arbeit und Ihr großes Engagement. Wir haben ja unterdessen, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben, ein neues Buch, Mittelholz. Ich denke, das wird den einen oder die andere interessieren. Wir haben das für die Top 30, die anwesende Top 30, merken Sie sich, es ist alphabetisch sortiert, ob Sie da drauf sind. Wenn Sie da drauf sind, dürfen Sie nachher zu der Frau Gitzendanner, die ist hier am Büchertisch, gehen und sagen, ich bin Top 30 und dann können Sie sich ein Band aus der sechsbändigen Reihe auswählen. Für alle anderen, die Lust haben, gibt es ein kleines Souvenir, ein Postkartenbuch, auch aus unseren Beständen. Und jetzt, genau, habe ich hier noch Handouts, die gingen ja schon ganz gut weg. Wir haben, ich habe die Online-Umfrage zusammengefasst. Die schicke ich dann allen, die mitgemacht haben und das gewünscht haben, demnächst als PDF. Ich habe jetzt das weggelassen, da die wichtigsten Resultate zu bringen, weil sonst würden wir noch um halb sieben hier drin sein. Dann haben wir ein kleines Tipps und Tricks fürs Mapshot gemacht. Eine Seite, gut verdaubar. Und dann, weil das in der Umfrage auch immer gewünscht war, haben wir noch so, wie können Sie uns die Arbeit noch mehr erleichtern? Was hätten wir gerne, wie Sie die E-Mails uns schreiben? Wer Lust hat. Wir sind immer sehr froh und ich weiß, Sie sind sehr lernfähig. Gut. Da mache ich Mikro aus und du deins an. Hallo? Eins, zwei? Jetzt ist grün. Ist gut? Okay. Okay, herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen gern ein wenig von Smapshot erzählen, von der Geschichte von Smapshot, wie die Idee entstanden ist und wie das auch entwickelt wurde. Zuerst möchte ich Timothée Produit präsentieren, sitzt gerade hier vorne. Timothée ist eigentlich der Schöpfer, derjenige, der die Idee zu Smapshot gehabt hat und Smapshot auch entwickelt hat. Zu der Geschichte von Smapshot. Timothée und ich, wir kennen uns von der EPFL. Wir waren dort im GIS-Lab von Professor François Gollet. Und 2006, da war ein anderer Professor an der EPFL, Professor Pierre Frey, der hat eine Postkartensammlung bekommen. Und das war eine Postkartensammlung aus den 60er Jahren, die von Perrochet. Das waren ziemlich viele Schrägbilder aus der Schweiz, tausende von sehr schönen Bildern. Und die Idee war schon damals, 2006, aus diesen Bildern etwas zu machen. Tim hat dann seine Doktorarbeit zur halbautomatischen Georeferenzierung von Landschaftsfotos an der EPFL abgeschlossen, 2015. Wichtige Resultate waren, dass die Georeferenzierung einen großen Mehrwert bietet, dass das Interesse an der Bevölkerung an historischen Fotos auch sehr groß ist und dass die automatische Georeferenzierung noch immer eine Herausforderung ist. Also dass man
zum Beispiel mit einem 3D-Landschaftsmodell probiert herauszufinden, wo ein Foto aufgenommen worden ist. Und das war dann Ende 2015, Anfang 2016, wo die Grundidee zu Smapshot entstanden ist. Also eben die Idee, die Entwicklung hat im Frühjahr 2016 bei uns in der HUGWD angefangen. Und seit 2017 war der erste Prototyp online. Und wir haben da ein sehr großes Echo von den Medien in der Westschweiz bekommen. Also hier sieht man einen Ausschnitt, das war zweimal im Westschweizer Fernsehen, im Radio, in verschiedenen Zeitungen. Und um anzufangen, haben wir von dieser Sammlung von Perruchet 1500 Karten zuerst eingescannt. Wir hatten Studenten, die das für uns gemacht hatten. Und innerhalb relativ kurzer Zeit, also ein paar Wochen, waren diese 1500 Postkarten georeferenziert. Vielleicht ein paar Worte, wie das eigentlich funktioniert, dieses System. Wenn man ein Bild macht, dann zum Beispiel in diesem Bild ein Haus und ein Baum ist, und das ist der Punkt im Zentrum der Kamera, und das hier sind die Punkte, die auf dem Film gebannt werden. Das heißt, man kann Linien ziehen vom Mittelpunkt der Kamera bis zu jedem Objekt, und man weiß dadurch, dass das hier nachher das Bild ist, man weiß, wo diese Punkte sind. Wenn man dieses Bild etwas dreht, sodass die Linien dann nicht mehr genau durch diese Punkte gehen, also wenn man zum Beispiel ungefähr annimmt, wo ein Punkt ist, dann verschieben sich diese Punkte, und daraus kann man berechnen, wo genau die Kamera stand, wenn die Punkte von zum Beispiel dem Baum und dem Haus bekannt sind. Man kann sich auch die Frage stellen, wieso bringt das so viel, dass diese Bilder zu georeferenzieren? Natürlich ist es sehr schön anzuschauen, aber es gibt auch sehr viele andere Gründe, die das Ganze interessant machen. Einerseits sind Fotos, schräge Fotos, besser als Satellitenbilder bezüglich räumlicher und zeitlicher Auflösung. Es gibt solche Fotos schon seit 1850. Und es sind natürliche Standpunkte verwendet worden. Es gibt auch andere Gründe, wie zum Beispiel, wenn man die genaue Position des Fotografen kennt und weiß genau, was in dem Bild sichtbar ist, kann man daraus zum Beispiel die Position, Ausrichtung und Zoom berechnen und nachher auch berechnen, welche Sachen sichtbar sind, und dann auch Labels über dieses Bild drüber projizieren, um zum Beispiel zu zeigen, hier ist zum Beispiel der Gornergrat, hier ist die Dufourspitze. Und etwas anderes, was diejenigen, die schon getestet haben, vielleicht gesehen haben, es wird auch ein sogenannter Footprint berechnet. Das bedeutet, dass man weiß, welches die Zone ist, die sichtbar ist im Bild. Und das hat natürlich ein paar andere interessante Eigenschaften. Dadurch, dass man weiß, dass zum Beispiel die Stadt Sitten in diesem Footprint sichtbar ist, kann man rückwärts eine Suche machen. Man kann zum Beispiel eingeben, oder man kann in der Datenbank suchen, welches sind alle Bilder, in denen Sitten sichtbar ist. Und dann kann man einfach in diesen Footprints suchen, welche Footprints decken die Stadt Sitten ab. Und dadurch kann man dann herausfinden, welches die Fotos sind, die Sitten zeigen. Dann natürlich ein paar andere Punkte. Solche Fotos sind natürlich auch eine Goldmine für die Wissenschaft. Zum Beispiel der Gletscherschwund in den Alpen, den kann man mit solchen Bildern berechnen. Beispielsweise, wenn man mehrere Bilder hat von einem Gletscher, die mehr oder weniger aus dem gleichen Jahr sind, kann man daraus ein 3D-Modell von dem Gletscher berechnen zu diesem Zeitpunkt. Und dieses 3D-Modell kann man natürlich mit einem 3D-Modell von heute vergleichen und so das Volumen dazumals und heute berechnen und vergleichen.
Andere Möglichkeiten sind Naturgefahren, Überschwemmungen ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, oder die Stadtentwicklung, zum Beispiel wenn man sieht, dass eine Straße gebaut worden ist, was war der Einfluss von dieser Straße, wo haben sich die Leute angesiedelt, dadurch, dass zum Beispiel ein Bahnhof entstanden ist, dass dort auf einmal ein Dorf entstanden ist, oder auch verschwundene historische Gebäude virtuell erstellen. Das ist auch eine Möglichkeit. Wenn man verschiedene Bilder von einem Gebäude hat, kann man daraus ein 3D-Modell errechnen. Ein paar Kommentare, wie es dahinter funktioniert. Also die Grundidee ist diese, dass wir auf der linken Seite das historische Foto haben, zum Beispiel von Walter Mittelholzer aus den 20er Jahren. Und dass man auf der rechten Seite einen virtuellen Globus hat. Ein virtueller Globus ist eigentlich eine 3D-Repräsentation der Landschaft, das ist ein 3D-Höhenmodell. Und über dieses 3D-Höhenmodell wurden Luftbilder drüber gelegt. Das bedeutet natürlich auch, dass man dann sieht zum Beispiel an den Kanten von Bergen, dass diese etwas gestreckt sind, wenn es dort sehr steil ist. Die Grundidee von SmapShot ist daher, dass man Punkte anklickt, die man sowohl in dem historischen Foto sieht, als auch in der 3D-Landschaft. Genau, und hier ist das, was ich vorher schon ein bisschen angetönt habe. Wenn man genau weiß, welches die Bildpunkte sind und welches die Koordinaten von den 3D-Punkten sind, dadurch, dass man in einem virtuellen Globus Punkte anklickt, hat man dadurch sofort die 3D-Koordinaten x, y, z von jedem Punkt, der angeklickt wurde. Und im Bild haben wir natürlich auch die Bildkoordinaten von den Punkten. Wenn man einen Punkt annimmt, von wo aus das Foto gemacht worden ist, und dann merkt, dass die Linien von diesem Punkt nicht genau durch die Bildpunkte gehen, kann man daraus errechnen, wo ursprünglich die Position vom Fotografen war. Also dadurch, dass man Bildpunkte in einem virtuellen Globus anklickt und die gleichen Punkte im Bild anklickt, kann man dadurch automatisch die Position berechnen, von wo aus das Bild gemacht worden ist. Und nicht nur die Position, sondern auch die drei Winkel bezüglich der Orientierung des Bilds, also ob das so gedreht ist, etwas so gedreht und so weiter. Die drei Winkel kann man dadurch auch berechnen. Vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks. Ah ja, vielleicht noch auch noch etwas anderes, was natürlich auch sehr interessant ist. Dadurch, dass wir herausfinden können, welches die 3D-Koordinaten von jedem Bildpunkt sind, dadurch können wir auch dieses Bild dann zum Beispiel bei einem 3D-Höhenmodell legen oder dann auch eine Animation machen, dass wir das Bild auch langsam verschwinden lassen, sodass nur noch ein Teil der Landschaft da ist. Ich werde diesen Effekt nachher noch zeigen. Aber das kann man dadurch machen, dass wir jeden einzelnen Bildpunkt, für jeden einzelnen Bildpunkt die 3D-Koordinaten berechnen können. Das Ganze funktioniert, wie schon erwähnt, so, dass man verschiedene Punkte in dem historischen Foto anklickt und natürlich auch im virtuellen Globus. Und mit vier Punkten, wenn man schon vier Punkte hat, kann man daraus schon ziemlich genau die Position des Fotografen berechnen und die Winkel. Aber um ein Foto wirklich validieren zu können, braucht man sechs Punkte. Und das ist natürlich besser. Je mehr Punkte man hat, desto genauer wird die Georeferenzierung nachher. Und was vielleicht auch noch interessant ist zu wissen, dass die verschiedenen Punkte, die dann im Bild angezeigt werden, die geben auch einige Hinweise darauf, wie genau die Georeferenzierung ist. Zum Beispiel dieser Punkt hier, die ist wahrscheinlich nicht ganz so genau. Vielleicht war das falsche Haus, das angeklickt worden ist. Das bedeutet, dass das alles ein bisschen in eine Richtung verschoben ist. Dann kann man diesen Punkt zum Beispiel entweder löschen oder einfach so verschieben, sodass er richtig ist. Und ein letzter Punkt ist noch, dass man, wenn möglich, die Bildpunkte über das ganze Bild verteilt,
so dass die Georeferenzierung dann auch möglichst genau ist. Häufige Fehler, es hat schon ein paar Sachen im Handout, also was ziemlich häufig vorkommt, dass man Gipfel vertauscht, also dass Punkte einfach falsch sind, was auch ab und zu vorkommt, dass Orte komplett verwechselt werden oder dass man auch eine schlechte Verteilung hat. Und noch ein weiterer Fehler ist, dass man in Snapshot aktuell sieht man je nach Region die 3D-Gebäude. Und in Snapshot ist es wichtig, dass man nur den Punkt anklickt, der auf dem Boden, der sich auf dem Boden befindet, weil wir noch nicht genau die Position von einem Punkt, der auf einem Dach ist, berechnen können. Deswegen ist es am besten, Punkte am Boden anzuklicken. Ich habe gedacht, dass ich eine kleine Demo mache. Snapshot findet man sehr leicht, indem man einfach Snapshot bei Google eingibt. Und dann kommt man auf die Homepage. Da gibt es zwei Einstiege. Der eine Einstieg ist Entdecken. Wenn man da drauf klickt, dann sieht man eine Karte. Und auf dieser Karte erscheinen dann verschiedene Punkte. Und dann kann man, wenn dann mit der Maus über diese verschiedenen Punkte geht, dann sieht man, welches die Bilder sind, die dort gemacht worden sind, einerseits. Und andererseits sieht man das, was ich vorher erwähnt hatte, einen Footprint. Das bedeutet die Region, die auf dem Bild abgebildet ist. Jetzt kann ich auch auf ein Bild draufklicken und dadurch werde ich in eine 3D-Ansicht kommen. Das ist jetzt der virtuelle Globus, den man jetzt sieht. Und jetzt wird das Bild über dieses virtuelle Bild drüber projiziert. Das heißt, wenn ein Bild einmal georeferenziert ist, kann man es so in Snapshot anzeigen. Und jetzt kann man auch dadurch, dass für jeden einzelnen Bildpunkt die 3D-Koordinaten bekannt sind, kann man auch die Tiefe verändern und zum Beispiel dann gewisse Regionen vom Bild mit der heutigen Landschaft vergleichen. Oder man kann auch die Transparenz ändern und so heute mit dazumals vergleichen. Um ein Bild zu georeferenzieren, kann man entweder den anderen Einstieg verwenden von Snapshot. Und zwar ist das dieser Einstieg Teilnehmen. Wenn ich mal drauf klicke, dann komme ich wieder auf eine Karte. Und auf dieser Karte sieht man Regionen auf der Schweizer Karte. Und in diesen Regionen hat es Bilder, die noch zu georeferenzieren sind. Und natürlich kennen wir für diese Bilder nicht die genauen Punkte, von wo aus sie gemacht worden sind. Zum Beispiel dieses Bild hier, Thun aus 1200 Meter. Was wir gemacht haben, ist, dass wir diesen Text mit einer Liste von Ortsnamen abgeglichen haben und so ungefähr herausgefunden haben, wo das Bild wahrscheinlich aufgenommen wurde. Ungefähr. Also in dem Fall ist dieser Punkt wahrscheinlich auf der Stadt Thun. Und es kann natürlich auch sein, in der Schweiz gibt es viele Orte mit den gleichen Namen, dass diese Bilder dann natürlich nicht genau am richtigen Ort sind. Oder dass die Bilder dann auch das gleiche Bild an verschiedenen Orten vorkommt. Das ist ein Nebeneffekt von dieser Vorgehensweise. Aber jedenfalls hat das natürlich den Vorteil, dass man ziemlich schnell sieht, in welcher Region es noch Bilder gibt, die man georeferenzieren kann. Man kann auch, wenn man eine Region besonders gut kennt, zum Beispiel diese eingeben. Zum Beispiel Yverdon. Und dann sieht man dann hier unten verschiedene Bilder. Ich kann zum Beispiel dieses Bild aussuchen. Und dann kann ich die Georeferenzierung von diesem Bild starten. Es hat noch ein kleines Tutorial, wo man sehen kann, wie das Georeferenzieren funktioniert.
Die Georeferenzierung an sich funktioniert so, dass man zuerst mal einen ungefähren Standpunkt des Fotografen anklickt. Hier weiß ich, dass das ungefähr hier sein müsste. Das ist die Stadt Yverdon, der See ist auf der linken Seite, hier ist der Bahnhof. Jetzt gehe ich auch weiter. Und im zweiten Schritt muss ich jetzt ungefähr die Blickrichtung angeben, also in welche Richtung dieses Foto aufgenommen worden ist. Gebe ich das an. Jetzt öffnet sich auf der rechten Seite der virtuelle Globus. Hier sehen wir Yverdon, wie es heute auf Luftbildern aussieht. Und auf der linken Seite sehen wir Yverdon aus den 20er Jahren. Jetzt kann ich etwas nach hinten gehen. Und jetzt sehe ich zum Beispiel, dass es hier eine Eisenbahnbrücke gibt auf dem Foto. Kann ich die anklicken, weil ich weiß, dass diese Eisenbahnbrücke auch hier im virtuellen Globus gibt. Ich gehe noch ein bisschen nach rechts. So, das ist die gleiche Eisenbahnbrücke. Dann hat es hier hinten noch eine andere Brücke, die kann ich auch anklicken. Dann weiß ich, dass der Bahnhof in Yverdon relativ alt ist. Den sehe ich hier auf dem Bild. Dann kann ich das auch anklicken. Dann sehe ich den Bahnhof hier, klicke ich das auch mal an. Und weiter rechts sieht man noch so ein Dreieck, so ein Feld, was früher existiert hat. Heute ist das wohl ein Villenquartier, klicke ich das auch schon mal an. Und jetzt kann ich weiter unten Position berechnen, kann ich da drauf klicken. Sobald man 4 Punkte hat, kann man das anklicken. Und jetzt haben wir schon eine ungefähre Georeferenzierung von diesem Bild. Wir können das uns so mal anschauen. Es stimmt schon recht gut. Ist noch nicht ganz perfekt und eben ich brauche 6 Punkte, um das validieren zu können. Meine Strategie ist, das Bild erstmal anzuschauen und zu schauen, was ist überhaupt sichtbar und was ist heute auch sichtbar. Sobald das übereinander gelegt worden ist, dann sieht man auch gewisse Sachen, die man sonst nicht sieht, die übereinander stimmen. Zum Beispiel sehe ich hier ist das Schloss von Yverdon. Dann klicke ich das mal an und im Foto weiß ich, dass dieses Schloss auch hier ist. Klicke ich das auch mal an, dann habe ich schon noch einen Punkt. Dann kann ich wieder auf Position berechnen klicken. Dadurch wird dann die Position nochmal neu berechnet. Und jetzt sehe ich vielleicht noch ein paar Punkte mehr. Hier dieses Schulgebäude. Klicke ich hier auf die Ecke und hier auf die Ecke. Und jetzt, wo ich 6 Punkte habe und einigermaßen, ich bin noch nicht ganz zufrieden, wie man sieht, ist es noch nicht ganz perfekt, aber sobald ich 6 Punkte habe, darf ich hier auf Weiter klicken. Und sobald ich auf Weiter klicke, geht die Georeferenzierung in die Datenbank. Und dann können nachher alle dieses Foto dann im virtuellen Globus betrachten. Es gibt auch die Möglichkeit, oder es ist sehr gewünscht, dass man ein Konto für Smapshot benutzt oder erstellt. Man kann sich mit Facebook oder mit Google oder einloggen und man kann auch ein eigenes Konto erstellen. Und sobald man ein Konto erstellt hat, kann man nachher dann auch sehen, welches die besten Teilnehmer sind und man sieht auch, wer welches Foto georeferenziert hat. Das war die Demo. Ich bin damit am Ende meiner Präsentation angelangt. Ich möchte herzlich der ETH-Bibliothek für diese Zusammenarbeit danken. Und wir sind natürlich für Fragen zur Verfügung. Danke. Ja, gibt es gerade schon Fragen? Ich komme mit dem Mikrofon. Wir brauchen das Mikrofon, damit der Film das schön aufnimmt. Ich getraue mich nicht zu schmeißen. Kann ich hier hineinreden? Ich muss noch stellen.
Das geht, glaube ich, gut. Ah, okay. Also meine Frage wäre, was sind denn die Beschränkungen des Systems oder die Grenzen? Ist es einfach die Schweiz? Das ist eine gute zum Beispiel Frage. Gibt es viele Nebelbilder, könnte man mit denen auch arbeiten? Also, oder braucht es wirklich ganz gut sichtbare Fotos? Okay, vielleicht zum ersten Punkt. In Snapshot, das habe ich nicht gezeigt, kann man, wenn man ein Foto georeferenziert, den virtuellen Globus auswählen. Für die Schweiz haben wir einen virtuellen Globus, der von Swiss Topo kommt. Das sind die Luftbilder von Swiss Topo, das ist das 3D-Höhenmodell von Swiss Topo. Das Problem ist natürlich, dass bei der Grenze Schluss ist und dass man oft auch Gipfel hinter der Grenze hat, die man gerne auch zum Georeferenzieren benutzen könnte. Deswegen gibt es die Funktionalität, auf Bing Maps umzusteigen. Bing Maps ist von Microsoft, ist ein virtueller Globus von Microsoft und der ist in der ganzen Welt verfügbar. Für die Schweiz ist die Qualität natürlich nicht so gut wie die von Swiss Topo, aber für gewisse Punkte kann es interessant sein, diesen virtuellen Globus auszuwählen. Also theoretisch wird es weltweit funktionieren, aber die Daten sind halt nicht so gut, die Grunddaten. Die zweite Frage bezüglich Nebel. Es ist möglich, aber es braucht einfach mindestens 6 Punkte, um das zu validieren. Man sieht dann auch nach einer Weile, ob gewisse Punkte stimmen könnten oder nicht, und die kann man dann auch etwas verschieben. Also es braucht wahrscheinlich etwas länger Zeit. Die Bilder, die georeferenziert sind, verschwinden sie dann von dieser Liste derjenigen, die man noch georeferenzieren soll? Das Erste, nicht damit, dass dann 2 oder 3 Leute gleichzeitig an einem Bild arbeiten und das dann unnötig Aufwand ergibt. Und die zweite Frage, das wäre, wer wird das noch einmal überprüft, was da gearbeitet wird? Das stimmt. Und wenn es nicht gut ist, kommt es dann wieder in die noch nicht georeferenzierten Fotos und erhält man eine Rückmeldung, wenn man Mist gebaut hat. Ja, so ist es tatsächlich. Also sobald man ein Bild georeferenziert hat, kommt das in einen Topf, wie man will, wenn man so will. Und dann geht es um die Validierung. Die Validierung ist im Moment... Das machen wir. Ja, also die Überprüfung, ob die Punkte, die wirklich ob die Georeferenzierung korrekt ist. Und wenn die dann als korrekt befunden ist, dann wird das validiert und sobald das dann drin ist, ist das dann für alle sichtbar. Es gibt die Möglichkeit, wenn man eingeloggt ist. Wenn man eingeloggt ist, hat man die Möglichkeit, die Fehler zu sehen. Genau. Oder? Wenn man eingeloggt ist, kann man Fehler sehen und man kann sie auch im System anmelden. Das ist auch eine Möglichkeit. Wenn Sie angemeldet sind, können Sie auf My Snapshot gehen und da sehen Sie dann, erstens haben wir das Bild schon validiert. Falls wir es validiert haben, wenn wir Korrekturen gemacht haben, bekommen Sie eine Meldung und wir sagen Ihnen auch, wir haben da 2 oder 3 Punkte noch verbessert. Also das ist alles sichtbar, aber dafür müssen Sie sich anmelden. Und es ist mir heute passiert, dass ich mir ein schönes Foto zurechtgelegt hatte von Herrn Bruck, das ich ziemlich gut kenne. Und dann wollte ich das heute Abend präsentieren. Auf einmal war es nicht mehr da. Und jemand hat das schon georeferenziert. Also, das kann natürlich passieren. Also ich glaube, sobald jemand am Georeferenzieren ist, ist es nicht mehr, kann man es nicht mehr nehmen. Wir haben das nämlich getestet. Wir haben vier Personen aus dem Team haben dasselbe Bild georeferenziert. Also diesen Fehler haben wir gefunden. Das sollte nicht passieren. Ich habe letztes Jahr viel in die Referenzierung der historischen Karten investiert. Ist es ein Plan oder gibt es eine Möglichkeit, das zu kombinieren? Weil ich sehe da natürlich schon ein bisschen Vorteile, dass man auch die historischen Karten der Gelände oder der Städte oder Dörfer dann reinnehmen könnte. Das ist absolut ein Thema. Karten sind
im Prinzip von oben aufgenommen, also von oben gezeichnet. Und das stellt uns vor gewisse Probleme, vor gewisse Herausforderungen, auch wenn es Luftbilder sind, die genau von oben aufgenommen worden sind, weil dann haben wir gewisse Probleme, dann das zu berechnen. Es ist eine Idee, das zu entwickeln. Ich glaube, es ist auch möglich. Aber im Moment ist diese Funktionalität noch nicht verfügbar. Aber es ist natürlich eine sehr interessante Idee. Ist es auch möglich, Fremdbilder einzulinken? Die erste Frage, und die zweite, berechnen Sie auch Objektivdaten? Also aus den Verzerrungen können Sie ja dann die Daten des Objektivs berechnen, ja, der die Bilder aufgenommen worden sind. Aber ich nehme an, das ist ein Abfallprodukt von dem. Ja, das ist möglich, das zu berechnen. Ich glaube, für die meisten haben wir einen fixe Werte angenommen. Und die erste Frage war wegen Bilder. Eigene Bilder. Haben wir auch schon diskutiert. Aber im Moment ist diese Funktionalität noch nicht verfügbar, aus einem wichtigen Grund auch. Also wir haben es bis jetzt noch nicht eingeplant, aber wir haben es bis jetzt einfach nur diskutiert. Aber die Frage ist natürlich, was passiert, wenn jemand ein Bild nimmt, für das er nicht die Rechte hat und das dann hochlädt? Was passiert dann? Ist dann dieses Bild, wer ist dann sozusagen der Schuldige? Und ist dann das bei uns? Oder kann man es irgendwie so lösen, dass man dann irgendwie ankreuzen muss, dass man die Rechte hat und bestätigt, dass man die Rechte hat? Das ist eine Idee im Moment. Aber kann man auch alte Kupferstiche, Städte oder Berge auch so lokalisieren, wenn sie nicht beschriftet sind unten? Ja, das müsste durchaus möglich sein, auch alte Gemälde. Wir haben einmal mit einem Professor von der EPFL auch diskutiert, der sehr interessant finden würde, ältere Gemälde zum Beispiel aus dem 16. oder 17. Jahrhundert oder auch Kupferstiche zu nehmen, probieren, die zu georeferenzieren und daraus zu errechnen, welches die Verzerrungen sind, die der Künstler, der dieses Bild angefertigt hat, in diesem Bild verewigt hat. Also das wäre möglich, aber ja, mal schauen. Das ist kein Copyright, kann man alles machen. Ja, genau. Ja. Danke. Wegen der Berechnung der Kamerageometrie. Ja. Mittelholzer hat den auch nicht unbedingt Dutzende von Kameras. Dann werden Sie das verwenden, wenn Sie mal die Kamera kennen oder Luftbild, hat er ja Reisen gemacht. Da hat er ja wahrscheinlich immer etwa die gleiche Kamera gebraucht. Also ich denke, die Verzerrung ist im Moment nicht so enorm, aber ja, ich glaube, das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, was genau das für eine Kamera war. Dass Sie die Geometrie eben dann kennen von der Kamera. Ja, ja. Dann wird es ja wahrscheinlich noch präziser, wenn man das mal kennt. Wahrscheinlich. Also bis jetzt sind wir meistens von Bildersammlungen ausgegangen, die alle mehr oder weniger aus der gleichen Sammlung kamen. Zum Beispiel diese von Perrochet, das war die gleiche Kamera, die diese Fotos gemacht hat. Bei Mittelholzer ist das vielleicht auch der Fall. Vielleicht sind die Parameter etwa ähnlich. Die Georeferenzierung funktioniert. Aber ich denke auch, dass man mit den genauen Kameraparametern wahrscheinlich noch mehr Genauigkeit herausholen kann. Präzise ist jetzt etwa die Auflösung, was man mit der Methode vorgestellt hat, eine Reihe. Das hängt natürlich davon ab, wie weit die verschiedenen Objekte sind, aber was wir mal diskutiert haben, ist ungefähr 10 Meter Genauigkeit bezüglich der Position, von wo aus das Foto gemacht worden ist. 10 Meter. Wenn man das mit einem heutigen GPS vergleicht, ist es nicht so schlecht. Ja,
ich denke, das System könnte man brauchen für auch für die Datierungen, wenn man historische Landeskarten projizieren könnte in das 3D-Modell. Haben Sie schon an so etwas gedacht? Oder Referenzbilder, die datiert sind? Was es gibt, und das müsste eigentlich auch möglich sein, also Swisstopo stellen ja georeferenzierte alte Karten, zum Beispiel die Dufour-Karte, zur Verfügung. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch möglich, im Datenviewer von Swisstopo, also auf MapGeoAdmin, alte Karten über ein Höhenmodell zu legen. Ich bin nicht 100% sicher, aber ich glaube, es ist so. Dadurch, dass dieses System auf den gleichen Technologien basiert wie Swisstopo, das sind die gleichen Web-Services, die wir brauchen, dadurch ist es natürlich auch möglich, das auch zu machen, wenn das gern zusätzlich haben möchte. Das wäre möglich. Okay. Oh. Ist es auch möglich, dass man kleinere Bildausschnitte dann lokalisieren kann, wenn man weiß, zum Beispiel, oder von der Aufnahme her aktuell, hat man ja meistens die GPS-Daten von der Kamera? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich richtig verstanden habe. Also einen kleinen Bildausschnitt zu georeferenzieren, den, ja, natürlich. Also, es ist. Die Bedingung ist natürlich, dass man in diesem virtuellen Globus, der Moment in diesem System ist, dass man die Punkte sehen kann. Das ist die Bedingung, sonst funktioniert das nicht. Aber ja. Beim kleinen Bildausschnitt, die ich zum Beispiel aufgenommen habe mit der Kamera, die Kamera liefert mir die GPS-Daten. Ja. Und dann kann man das im Prinzip dann brauchen, um das auf einem größeren Ausschnitt zu positionieren. Ah, ja, natürlich, ja. Das kann man machen. Es gibt auch so Bildplattformen wie zum Beispiel Flickr. Wenn man ein Bild mit einem Smartphone macht, also mit einem Handy, mit einem Natel, und man draußen ist, der GPS funktioniert, wird die GPS-Position in der, das nennt man EXIF-Tags, vom Bild gespeichert. Und nicht nur die GPS-Position, sondern auch die Ausrichtung des Kompasses. Und damit kann man natürlich schon mehr oder weniger so etwas anzeigen. Wobei die Position, also die Kompassgenauigkeit ist nicht so toll, je nach Modell und muss kalibriert werden und so, aber ja. Dann würde ich sagen, wir schließen hier mal ab. Für noch mehr spezifische Detailfragen können Sie Jens Ingsang gerne draußen dann bestürmen. Wie gesagt, vielen Dank, dass Sie hier sind. Jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil raus. Hier hat es noch Handouts für die, die noch keinen haben oder noch nicht alle. Und die möchten, die können jetzt Mapshotten gehen oder einfach Apero genießen mit uns. Vielen Dank und einen schönen Abend.